Und echt ein stabiler Skin, muss ich sagen. Ja, Bruder, also... Soll ich da jetzt auch rein, oder... Rabi, Hagi, Wagi und ein Glücksrad sind heute auf jeden Fall Programm bei uns im Project Playtime, Leute. Es wird richtig wild, denn ich zeige euch nicht nur einen abgefahrenen Skin für Hagi, Wagi. Wir werden heute auch noch auslosen, welchen Skill wir spielen. Und natürlich muss die Community das dann auch noch machen. Es wird ultra witzig, also schnallt euch an, lasst ein Like, wenn ihr Bock drauf habt. Dickes Küsschen geht raus und wir sehen uns drin. Sieht so blutrünstig aus. Und ich hole das Glücksrad einmal hervor. Wir lassen es drehen. Und wir müssen gucken, welchen Skill wir benutzen. Es wird... Oh, wir müssen schnell sein. Es wird Booby Trap. Booby Trap. Wir haben Booby Trap gewählt. Und ich habe keine Ahnung, was der bringt. Aber ist okay. Ich aktiviere den einmal. Ich habe anscheinend einige Puzzle mit Fallen ausgestattet. Oh ja. Booby Traps. Okay, das ging gerade Schlag auf Schlag, aber da haben wir doch schon unseren ersten Kandidaten. Moin, Bre. Ich würde sagen, du bist dead. Man, you're dead. Aber ich muss jetzt alle wieder händisch wegbringen. Das ist auf jeden Fall auch nicht ganz so einfach. Der erste wird reingestopft ins Klo. Ich bin mal gespannt, wie dieser Rubby Huggy rasieren wird. Okay, wir stellen ihn einfach mal hier hin. Guckt es euch an, Leute, die Augen auch. Sehr krass sieht es aus. Sehr, sehr krass. Wir haben das erste Toypad, glaube ich, gerade rausbekommen, wenn ich das richtig gelesen habe. Aber ist kein Problem. Wer hat denn da oben das Puzzle gefailt? Oh, Repo, ich glaube, die konzentrieren sich alle auf sich selber. Wissen gar nicht, dass Resin am meisten Punkte gibt. Aber ist cool. Hey, geile Frisur, Bro. Geile Frisur. Da nehme ich dich doch direkt mal in die Arme. Jaywin covert schon hier. Ich werde dich auf jeden Fall gleich essen. Oh, was haben wir denn da? Hallo, hast du eine schöne Taucher... da springe ich doch mal eiskalt rüber und umarme dich kurz vor der Tür. Ach, mein Bester. Raffi. Guck mich mal an. Raffi, ist alles cool bei dir? Oh, guck mal, wie er die Hände vor seinen... Raffi... Eine Chance kriegst du. Eine Chance, Bruder. Du kriegst one Chance. Mach was draus. Raffi kriegt mal eine Chance, Leute, weil... Oh, was ist denn das da oben? Aha. Ah ja. Ich hab gehört, hier will jemanden resen. Moin. Was war das denn für ein Move, Jaywin? Nein, es war Glamrock. Gut gespielt. Oh, da hat jemand was gespottet. Auf jeden Fall schon ein paar Leben, glaube ich, abgezwackt. Sie haben 2 von 6 Toys. 5 gegen 1 ist hier momentan deutlich ausgeglichener. Wer jetzt Hilly Dilly dabei? Also, das ist aktuell eine der besten Spieler aus der Community. Dann wäre es, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger, weil dann gehen die Rätsel auch schneller. Man kann nämlich bis zu 3 Perks auswählen. Und die hat, glaube ich, schon 3 Perks auf Max und spielt die halt. Ist natürlich dann schon wild, aber man merkt hier gerade, sind dann auch ein paar Newbies dabei. Dadurch können wir ja mal ganz kurz nochmal einen ins Klo stopfen. Rein mit dir in den Gulag, Raffi. Da war ich einmal nett zu dir. Jetzt nicht mehr. Oh, weißt du was? Ich fühle mich gerade safe in der Runde. Ich kann auch mal einfach was trinken. Lecker Schmecker. Oh, richtig schöne Chai Latte, Leute. Ah, schmeckt auf jeden Fall. Na, wir gucken mal. Wer will denn da einen resen? Wer will denn da einen resen? Digga, das finde ich nicht so gut. 2 von 6 Parts und alle leben noch. Es wird mal langsam Zeit, dass ich euch dezimiere, oder? Komm zu Huggy Wuggy. Na, wer ist es? Geile Tür, Bruder. Da ist ja richtig smart geplayt. Da hast du ja richtig smart geplayt. Weißt du, wie ich mein? Aber ich bin halt nur mal Schwitzer, Denno. Huggy, Schwitzer, Denno. Rein mit dir ins Klo. So, ich glaube, der ist nicht dead. Ich glaube, der lebt noch. Oben wurde ein Survivor gespottet, Leute. Auf Schmatzerbasis gehen wir mal einfach dahin. 4 von 6 Parts schon? Ich war ein bisschen zu locker mit den Leuten, ne? Ich war, glaube ich, ein bisschen zu locker mit den Leuten. Jetzt müssen wir halt mal gucken. Ah, Huggy hat etwas gesehen. Wir haben unsere Sabotage wieder aktiviert. Ich weiß immer noch nicht, was die bringt, Leute. Moin!
Und, oh, warte mal ganz kurz, bevor ich da jetzt irgendjemanden... Ja, nice, Diggi. Nice, renn mal. Renn mal. Ah! Die haben sich gerest, die Schweine. Oh, sie spielen so gut in dem Team zusammen. Ah, Leute, das ist halt nicht gut, wenn ich denen immer... Also, ja, was soll ich sagen? Ich bin halt ein Teamspieler und ich glaube, ich bringe denen das auch ganz gut bei. Aber dein Tod kann nicht verhindert werden, Raffi. Du wirst jetzt in den Gulag gesteckt. Und ich glaube, das war das letzte Mal für dich im Gulag. Stimmt's? Irgendeiner muss jetzt ja auch mal draufgehen. Als ob der noch lebt, Junge! Seid ihr alle Lochbrüder oder was? Was geht denn bei euch? Ich kann mir auch vorstellen, wo sie jetzt sind. Sie haben 5 von 6 Parts. Oh, jetzt sind sie auf jeden Fall schon gut mächtig am Durchziehen. Und die denken, ich bin dämlich, Digga. Ist aber nicht so, Bre. Na komm. Na komm mal. Ihr müsst das Ding runterziehen. Viel Spaß. Na, Bro? Numero uno. Numero dos. Ja, das ist nämlich der Spot, Digga, an dem man die Leute mies outplayt. Okay, der hat auf jeden Fall sehr wenig Leben jetzt. Sie müssen das Teil immer noch runterziehen. Da vorne lebt noch jemand. Na komm. Du wolltest dich wohl noch verstecken, ja? Das wird aber nichts. Ich werde euch jetzt sowas von rausdezimieren. Sie haben eine Minute nur noch Zeit, Leute. Oh mein Gott. Nice try, Digga. Nice try, Digga. Ab mit dir in den Gulag. Leute, sü, rein mit euch. Da nehme ich das ganze Team hops. Uff. Sie können nichts tun. Sind alle dead. Oh mein Gott, was für eine Todesfalle. Können wir mal ganz kurz über diese Mega-Strategie reden? Da ist er. Our last enemy. Okay, das war ein Smart Move, Digga. Das war ein Smart Move, Digga. Ich bin ehrlich. Ein Leben hatte er noch. Oh mein Gott, er kann escapen. Aber es wird nichts. Ich habe beide getaunt. Oh mein Gott, was für ein Finale. Robbie Huggy Wuggy hat hier noch reingezündet. Und guck dir Lloyd an, wie der sein Team gecarried hat. GG. Das war eine Runde. Heiliger All. Bisher die heftigste und krasseste Runde, die ich persönlich gefühlt habe aller Zeiten. Das ganze Team war am Leben, sie musste das Ding runterziehen und da seht ihr Leute, genau das muss der Point sein, indem ihr das Team auseinandernehmt. Und sie haben zu passiv gespielt, in dem Fall. Es wird Zeit, dass wir gegen Robbie Huggy Wuggy spielen. Oh, wow, wow, was für ein Skill muss gleich gespielt werden. Ich bin sehr gespannt und es ist No-Pack. Als nächstes wird No-Pack gespielt. Okay, okay. Robbie Huggy Wuggy macht sich auf die Socken und ich weiß nicht, ob so eine Runde, die ich da gerade gespielt habe, überhaupt überboten werden kann. By the way, geilster Einstiegspunkt auf der Map, wenn ihr anfangt, ist die hier eigentlich. Weil man hier relativ safe ist, Monster kommt da nicht so schnell hin und man kann halt schon einiges machen. Hier, gerade in Sicherheit sich viel wiegen. Also hier kann man ordentlich durchziehen. Oh Gott, da wurde der erste schon weggerippt. Okay, wir haben das fast. Ready, die... Jaywin, du musst weitermachen. Komm, wir müssen durchziehen. Wir haben einen Profispieler hier. Das ist nicht gut! Das ist nicht gut! Weg hier! Oh Gott. Oh Gott! Nein! Oh, sieht das heftig aus! Uff! Robbie Huggy hat uns mal sowas von straight up in den Gulag reingelegt. Heiliger Bimbam. Ah, No Pack. Keine Grab Hacks funktionieren mehr. Oh mein Gott.
Das kann nicht sein! Die können uns nicht rausholen, die können uns nicht befreien, wir sind so dead! Bro, wir müssen schwitzen ohne Ende, Raffi, ich sag dir, wie es ist. Alter, das ist strong, ne? Muss man sich auch mal vorstellen, wenn Leute in Gulag sind, sind lange genug da drin und man aktiviert dann den No-Grab-Hack-Mode. Digga, die sterben doch im Gulag, oder was? Ich bin in meiner gesamten Laufbahn nicht einmal im Gulag gestorben. Nicht einmal. Also es gab mal so einen Bug, ja, aber halt nicht so regulär. Derzeit ist alles erstmal entspannt. Ich glaube halt, das wird auch gar nicht so einfach hier. Komm schon. So, wir gehen mal weiter. Oh oh. Jaywin, zieh. Nimm die Treppe, Jaywin, nimm die Treppe. Hey, Huggy, ich bin unten. Du rotes Stück. Jaywin, komm. Jaywin, komm. Oh, Jaywin, ich hätte dich so saven können, Bruder. Okay, Leute, beeilt euch. Oh Gott. No! Oh. Digga, Gott sei Dank, bin ich da gerade noch rausgekommen. Ich hatte so Schiss. Moin. War doch gar nicht so... Digga, deine Augen sehen so schön aus heute. Kommst du mal mit zur Bühne? Darfst mich auch wirklich essen, okay? Ich will dich nur mal angucken. Wir machen mal eine kleine Modenschau hier, ne? Wir gucken uns das mal an. Digga, ich sehe dich da nicht so gut. Komm mal mit, wir gehen mal auf die Bühne rauf. Leute, wir gucken uns mal Rubby Huggy Wuggy an. Ich bin echt sehr gespannt. Hier ist genug Licht. Also wenn ich dich da nicht sehe... Oh, Digga. Oh, schon echt... Also echt ein stabiler Skin, muss ich sagen. Ja, Bruder, also... Also, soll ich da jetzt auch rein, oder... Kann ich dir 5 Euro PayPal überweisen? Geht das? No, no, no. Nein? Guck mal, da vorne ist ein gelber Grab-Hack-Mann, guck mal! Weg hier, Leute, lauft! Nein, oh mein Gott! Wollte ich... Digga, zu wild! Okay, Jaywin, wir sind jetzt hier im Gulag leider drin. Und unser Team ist mittlerweile... echt nicht mehr so strong. Die Grab-Hacks funktionieren nicht mehr, ne? Bruder, das kann doch nicht sein. Das kannst du doch nicht machen. Was sind hier schon wieder für Profis am Werk? Wir haben ein einziges Toy-Part. Alter Schwede, Leute. Okay, also, ja, was soll ich sagen? Der Pro Lloyd ist leider nicht mit dabei. Die anderen sind wahrscheinlich noch relativ auf gemütlichen Modus unterwegs. Ja, also sie können uns schon saven, wenn sie möchten. Aber es sieht schlecht aus. Okay, der eine ist gesaved. Digga, es kommen immer mehr Huggies, ne? Es kommen immer mehr. Junge, wie schnell kommen die? Verzieht euch, ich hab hier nichts. Es gibt hier nichts umsonst. Kommt schon. Es gibt hier nichts umsonst, Leute. Kommt schon, es gibt nichts umsonst. Kommt schon. Ich sag dir, wie es ist, Orepo. Also, du bist wahrscheinlich gleich richtig dran, Digga. Die werden immer ungemütlicher hier. Okay, okay. Was läuft jetzt hier? Ja, ich werde gar nicht befreit. Überhaupt nicht. Oh nee, ne? Jetzt kommt der Dicke wieder. Wir müssen Orepo da rausholen. Wir haben nicht viel Zeit, der ist sonst dead. Orepo, ich mach das. Kümmert euch um Rätsel. Ich mach das, ich hol ihn. Orepo hat mit mir verteidigt, Digga. Bruder, ich hab dich gefreed. Wir haben 8 Minuten Zeit. Ein einziges Toy-Part gefunden. Ich würde sagen, Digga, also offiziell... bei uns läuft richtig. Ich glaube, mich hat da gerade ein Huggy Wuggy gesehen. Sowas kann man auch gut gegen Huggy Wuggy verwenden. Nur mal so. Alright, Bray. Glamrock, du hast Zeit. Glamrock, du hast Zeit. Konzentrier dich. Zieh durch. Okay, Leute, das könnte durchaus... Oh nein, Glamrock.
Ah, ich glaube, Huggy Wuggy hat da gerade wieder zugeschlagen, Digga. Ungemütlich, Jaywin. Wir müssen Glamrock irgendwie jetzt aus dem Laden holen. Orepo, du hast richtig Zeit, Bruder. Orepo, du kannst jetzt durchziehen, ganz entspannt. Okay, vielleicht auch nicht. Gerade ein bisschen schwierig jetzt, ne? Das ist gerade echt gerade so ein bisschen schwierig gerade hier so. Wer kümmert sich drum? Wer kümmert sich drum? Ah, Orepo, das sieht gut aus. Oh je. Halte durch! Okay. Wir haben das Ding auf jeden Fall noch gechippt. Wir sind jetzt mittlerweile bei 3 Toy Parts. Oh, oh. Orepo wollte direkt... Ey! Stopp, 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 stopp! Also... Huggy! Jetzt reden wir mal! Jetzt kriegst du mal eine Backpfeife von mir! Komm mal her! So! Ich mecker dich jetzt an, ganz genau. Du Dreckschwein! Kannst hier nicht immer irgendwelche Leute einfach da reinwerfen! Was soll denn das? Weißt du, was du jetzt machst? Du gehst jetzt zum Zug und sie kannst du sauber machen! Mann! Lass doch den Orepo mal in Ruhe! Ich hol den Jungen mal hoch! Also, es kann ja wohl nicht sein! Gut. Orepo. Also, ich weiß, Huggy Wuggy stinkt hart nach Scheiße, ne? Ist so. Ich hoffe, der hört uns nicht. Es könnte sein, dass er dann flippt und uns erst recht umbringt. Ich glaube, er hat uns gehört. Freunde, ich glaube, er hat uns gehört! Oh, oh. Hallo? Huggy, warte! Nein, Huggy, tu's nicht! Tu's nicht! Oh Gott! Warte, warte, warte! Die Tür! Nice try. Huggy? Ich hab's überlebt. Digga! Wie, Orepo, was soll ich sagen? Ich hätte vielleicht nicht über Huggy lästern sollen. Ich hoffe, es ist der richtige Weg gewesen. Wir werden sehen. Glamrock. Jaywin. Wir sind die einzigen Überlebenden noch. Huggy smasht jetzt hier. Man, I'm dead. Okay, Jaywin, ein einziges. Ein einziges, komm. Let's go. Wenn wir schnell genug sind, kriegen wir Glamrock auch noch mit. Komm, lass hier direkt raus. Oh. War ein Witz. Der muss ja noch pullen. Okay, ich habe keine Ahnung, wie das geschafft worden ist. Freunde, wir müssen das, wenn dann, zusammen machen. Keiner einzeln. Ich habe dafür eine gute Strat. Teilen uns schön auf. Schwingt euren Hintern nach unten. Wir sind zu dritt. Wir schaffen das. Okay, Leute. Es geht ins Le Grande. Okay, Mann, du kannst ziehen, Jaywin. Du kannst ziehen, Jaywin. Zieh. Er muss da bleiben. Er muss sticken. Er hat keine andere Möglichkeit. Komm schon, komm schon. Wir haben eine Minute 38. Bin fast tot. Keiner hat gesagt, dass es einfach wird, Digga. Okay, Leute, das Ding ist nur noch ein ganz kleines Stück. Es fehlt noch ein kleines Stück. Okay. Du kannst laufen! Escape! Renn, was das Zeug hält! Jaywin hat sich geopfert, Mann. Oh nein. Ein Schlag. Dann würde ich sagen, Digga, zieh mal lieber durch. Oh Gott. Einer muss es doch schaffen. Ich bin im Zug! Wir haben es geschafft! Oh Gott! Huggy, was ist denn mit dem anderen? Da lebt doch noch jemand. Moin. Digga, das ist kranke Strategie. Wir können ein heftiges Strategievideo machen. Auch mit dem Zug auf die andere Seite befördern und so. Jo, was geht mit dem Zug ab? Habt ihr es gerade gesehen? Alter, der Zug hebt ab! Hä? Wir fahren andere Seite. Uff. Stark geplayed. Zug ist da. Glamrock, komm! Jawohl, wir sind raus! War das knapp!
Alter, was für eine Runde, meine Freunde. Ey, crazy. Ich hatte auch nur noch ein Leben, ne? Ich wurde da so reingebüllert. Und dann habe ich einfach noch Hucky-Wucky angemeckert. Zu wilde Runde, Leute. Das war's auf jeden Fall wieder mit einem Video zu Project Playtime. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und vor allem, Freunde, macht die 250.000 Abonnenten voll. Denkt dran. Dickes Küsschen geht raus. Danke fürs Zuschauen. Denno out.